Pause, um uns ein bisschen zu zeigen, was du hier so mit dem Stereo-Trader machst. Bevor wir loslegen, eine kurze Frage. Du schaust dir zur Handelssession in den USA ja nicht den DAX an, sondern einen der US-Indizes, sag mal den Dow. Was bewegt dich dazu zu sagen, ich nehme den Dow und nicht den S&P? Ja, also der S&P, grundsätzlich ist es so, ich handle den einfach nicht. Ja? Und ich kann ja nur das nehmen, womit ich ein bisschen Erfahrung habe. Ja. Und beim Dow ist es halt so, der gehört bei mir eben zur täglichen, zum Marktausblick eben dazu. Und infolgedessen habe ich natürlich einen Fokus auf den Dow, ganz klar. Ja, also das heißt, du kennst den Markt sehr genau. Meistens. Du weißt halt einfach, ja, hast viel Erfahrung damit. Er macht und sagst halt, dem Grund, wir nehmen nicht alles aus dem großen Handelsportfolio von Tickmill, sondern der Dirk sagt halt, ich bin Spezialist im DAX für den deutschen Markt und Spezialist für den Dow. Und das sind die Sachen, die guckt er sich an, jeden Tag in seinem Trading und heute hier mal live auf der Messe. Dirk, ich übergebe an dich und toi, toi, toi. Ja, dankeschön. Hallo und herzlich willkommen dann von meiner Seite. Mein Name ist Dirk Hilger und Präsentation gibt es hier keine, sondern wir versuchen es hier ein bisschen auf die Märkte einzustimmen. Morgen sind wir nochmal hier. Der Mike hat es ja ein bisschen laut vielleicht, ne? Der Mike hat es ja gerade schon angekündigt. Und morgen wird es natürlich eher theoretisch. Heute versuchen wir es praktisch. Kann natürlich jetzt sein, dass ich jetzt halt hier einfach erstmal nur 20 Minuten sitze und nichts passiert, weil bis zur Eröffnung ist es ja noch ein bisschen hin, ne? Also noch 25 Minuten etwa. Und da muss man jetzt auch nicht wirklich irgendwas überstürzen. Ne? Also das heißt, der DAX läuft ja den ganzen Tag schon, der läuft so ein bisschen in die falsche Richtung, eigentlich immer eher so ein bisschen abwärts gerichtet, habe ich jetzt hier nicht gerade drauf. Ich muss noch kurz hier mich ein bisschen einfinden, weil mein Trading Desk zu Hause sieht natürlich, ach guck mal, der Herr Helwig, zu Hause sieht natürlich ein bisschen anders aus, ist ein bisschen gemütlicher. Wisst ihr, wie ich zu Hause sitze? Ich habe immer rechts, habe ich einen Stuhl stehen, habe die Beine hochliegen. Wirklich, sonst kann ich nicht handeln. Mal gespannt, ob das hier geht. Ich war ja heute Morgen schon mal im Live-Trading, da hat es funktioniert. Mit drei Trades und drei Winnern auf der Hauptbühne. Das war schon mal sehr nett. Infolgedessen kann es jetzt ja nur noch in die andere Richtung gehen. Nein, wir werden sehen, was da halt passiert. Und ich habe nur mal parallel, auch wenn es jetzt hier nur ein iPad ist, ne, aber generell halt immer noch eine andere Sicht auf die Dinge, finde ich halt selber immer auch sehr wichtig, so wenn man handelt, nicht nur irgendwie stur, irgendwie in einem Bild sich zu bewegen, ist sehr laut, ne? In einem Bild sich zu bewegen, und weil wenn ich halt mal richtig normal rede, dann klingt das so. Ich glaube, dann beschwert sich die Messe recht schnell. Ja, eins, zwei, ja. Okay, du musst eigentlich oben runter drehen, den Gain, das ist der obere rote, ganz oben der. Dreh den mal ein bisschen ein, ja, so, so ist besser, ja. Okay, so, das heißt, ich gucke jetzt hier erstmal, was der Markt überhaupt gemacht hat. So, wie man sieht, ich bin hier, ich musste mit dem Monitor, ich muss hier ein bisschen kämpfen, weil es alles ein bisschen zu klein ist. Und muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen vorbereiten, weil ich komme wirklich völlig unvorbereitet in diesen Markt jetzt rein. Ich habe natürlich so ein bisschen im Kopf, was halt sein könnte oder wo wir stehen natürlich auch. Aber trotzdem weiß ich das nicht unbedingt auswendig. So, das heißt, ich bin jetzt hier erstmal im M15. Ich muss hier leider noch ein bisschen verstellen. Mike, du kannst ruhig. Ist der Mike noch da? Der kann nämlich ruhig ein bisschen was erzählen hier zwischendurch, weil ich muss hier, glaube ich, noch ein bisschen was verstellen. Das ist dann natürlich ein bisschen langweilig für die Zuschauer. Aber ich muss es ja irgendwie so machen, dass ich halt hier halbwegs klarkomme. Mit den etwas widrigen Umständen, wie ich sie hier halt gerade leider habe. So, ich mache erstmal noch einen Dow auf. Alter Schwede. So. Den machen wir mal eine Nummer größer. Ich gehe hier mal auf den Tageschart, der ist natürlich unweigerlich long.
Das Problem ist natürlich, dass der Tageskerze hat einen ganzen Tag Zeit. Ne? So, das heißt, wenn wir dir jetzt mal 300 Punkte runterstürzen, wieder hoch, sieht man am Schluss nichts, außer einen längeren Docht, als wir jetzt haben. Und das natürlich dann halt nicht, wo man sagen kann, gut, jetzt gehe ich einfach mal long. Könnte jetzt hier vielleicht sogar funktionieren, man weiß es nicht. Aber mache ich natürlich nicht. Ich versuche ja halt möglichst günstig irgendwo reinzukommen. Aber ich denke mal, hier muss man relativ bei dem Bild auf der rechten Seite wenig Zweifel haben. Kann natürlich jederzeit kippen, ganz klar. Und da muss man halt drauf eingestellt sein, weil wir sind ja keine Investoren, wir sind Händler. Händler heißt, ich muss die Hand bewegen, muss was tun, wenn irgendwas passiert, muss mich auf den Markt halt entsprechend auch einstimmen können. So, also wie gesagt, hier rechte Seite ist der Tageschart. So, und alles, was wir jetzt hier haben, ich muss hier ganz schön rudern mit der Maus, alles, was wir hier haben, ja, es ist ein Platzhalter jetzt hier in der Tageskerze, nicht mehr, nicht weniger. So. Und das heißt, die muss ich jetzt einfach mal vergessen. Wir haben eine Tendenz nach oben, mehr nicht. So, ich gehe mal eine Etage tiefer. Das wäre jetzt an der Stelle der Stundenchart. Den H4 beachte ich gar nicht, weil der einfach nicht fest definiert ist. Ja? Also eine Stunde ist eine Stunde, die ist halt überall gleich. Eine 4 Stunden, die kann ich anfangen, wenn ich will. Und habe vom Prinzip her 3 verschiedene Möglichkeiten, eine 4-Stunden-Kerze abzubilden. Oder 4. 4. So, deswegen bei 18 H4 nicht. Aber auch im Stundenchart sind wir hier jetzt auch so weit long. Also, und das ist natürlich schwierig, jetzt reinzukommen, weil wenn jetzt Folgendes passiert, wenn wir jetzt die Eröffnung haben, hier um 15.30 Uhr, es kann natürlich sein, dass es halt einfach nach oben läuft, dann war es das, ja. Dann kommen wir hier wahrscheinlich nicht rein. Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass die Amis immer erstmal Luft holen, ja, weil die halt von der Kasse, scheinbar kommen die dann halt immer und sagen, oh schön, so viel kriege ich für meine Aktien raus damit. Ja, erstmal alles weg. So, dann schreit immer alles, oh, jetzt fallen die schon wieder, nachher kaufen die den ganzen, Entschuldigung, Scheiß wieder hoch, ja. Das ist aber normal, ne? Weil ist ja klar, wir kommen hier mit einem riesen Aufwärtsgap jetzt in den Markt. Ich kann das hier mal einschalten, da sieht man es ein bisschen besser. Also, hier unten, ja, hier ist der Kassaschluss von gestern. Jetzt guckst du das einer an. Ne? Wir liegen halt hier irgendwie 100 Punkte drüber. So, das ist natürlich erstmal nett, ja, aber was fängt man damit an? Vor allen Dingen als Trader. Als Anleger sagt man, ja gut, Feierabend, ne? Ich gehe nach Hause. So, aber als Trader, da muss man ja irgendwie halt da halt auch in den Markt reinkommen. So, und der, ich sag mal, wenn jetzt halt irgendwie ein Händler kommt, der jetzt halt irgendwie future-lastig halt ist, das heißt, der eher kurzfristig ist, hier Sicherungsposition und so weiter halt handelt, der wird halt sagen, kann ich nichts mit anfangen, ja. Also das heißt, der Markt wird möglicherweise stehen bleiben oder aber die gehen hin und lösen Short auf. Wenn Short aufgelöst wird, heißt das, wir steigen, wir gehen oben durchs Dach. Das heißt aber nicht, dass die Kasse das gut findet, ja, und das halt deswegen einfach weiter steigt. Das heißt, erstmal nur, es wird Short aufgelöst. Und ich weiß nicht, was da oben passiert. Entweder sagen die, ja gut, 879, wo wir gerade stehen, da war nichts zu retten, wir versuchen es oben nochmal und verkaufen bei 28.000, ja, ist möglich. Kann aber auch sein, die sagen, ne, wir machen nächste Woche erst wieder weiter, der Kollege sowieso ist sowieso nicht da, wir lassen halt einfach mal so drin und reagieren erst am Montag oder Dienstag, gucken wir uns das mal an. Kann genauso gut sein, ja, wissen wir nicht. So, und deswegen, was aber grundsätzlich fast nie funktioniert, ist laufen lassen auf hohem Niveau. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Long-Position als Beispiel eröffnen würde, die wird nicht weit kommen. Ja? Vielleicht läuft der heute 200 Punkte weiter, ich weiß es nicht. Ja? Aber in der Regel ist es so, auf hohem Niveau laufen lassen funktioniert nicht. Unten laufen lassen funktioniert, ja? Weil halt das war günstig, da kommen nachhaltige Käufer in den Markt, ja, da kommen halt dann entsprechend auch der Kassehandel, der dann zuschlägt, die Fondsmanager schlagen zu, das Ding läuft. Aber auf dem Niveau treffen meines Erachtens schon viel zu viele Interessen aufeinander, als es einfach so weiterlaufen würde. Und selbst wenn, wie gesagt, es kann sein, das darf man halt nie vergessen, man muss immer die im Auge behalten, das hat der Michael Vogt zum Beispiel auch gesagt, der auch das große Buch der Markttechnik geschrieben hat, hier ein Kollege, den ich sehr schätze und ein Buch, was ich auch immer sehr gerne empfehle. Man muss sich auf die Seite derer stellen oder gedanklich auf die, die nicht im Markt sind. Ja, nicht auf die, die drin sind. Die drin sind, ist einfach. Weil die long sind, ja, die machen nichts. Die lösen nicht auf.
die, die short sind, lösen wir vielleicht auf. Kann passieren. So, und die Frage ist, was ist mit denen, die flat sind? Und das muss man halt hier so ein bisschen rausfinden. So, was man jetzt hier machen kann, das ist sich irgendwelche Wunschlevels jetzt erstmal ausdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na gut, hier unten in dem Bereich, das war ganz schick, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und tatsächlich ist es auch oft so, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, mal bevor ich jetzt hier einen Trade platziere, ich komme mir vor wie ein Blindfisch, ich brauche eine Lupe hier. So. Na, Moment. So, ich mache mal hier einfach, ich zeichne mal hier unten jetzt erstmal eine Linie, hoppla, ein. So, weil grundsätzlich ist mein Ansatz auch immer, ich muss mal hier gucken. Nee, Moment. Grundsätzlich ist mein Ansatz immer rein horizontal bzw. vertikal. Das heißt, bei mir gibt es keine diagonalen Linien. Diagonalen Linien, muss jeder selbst wissen, ich halte es immer so ein bisschen für die Wunschvorstellung vom Retailer, den Markt irgendwie feinsäuberlich irgendwie sortieren zu können. So, ich kämpfe mit dem Mikro auch noch ein bisschen, das kriegen wir alles hin. Das geht schon, danke. So, ich muss noch hier mein Ohr irgendwie noch einpacken. Ist das falsch rum? Nee, ah, warte. Ja, wie gut, dass keine... Ach, da läuft eine Kamera mit. Nee, ne? So, vielleicht, warte. Hör auf zu filmen, Elena, das ist gemein. Das kommt nachher in die Outtakes. Ich habe so kleine Ohren. Das fühlt sich komisch an. Sieht bestimmt komisch aus, oder? Okay. So, das heißt... so, jetzt erstmal hier gucken. Ja. So, hier unten wäre so ein Bereich, ja, da waren halt einfach die letzten Hochs, jetzt mal im 15-Minuten-Chart. So, hier war so der letzte Widerstand, hier war so der letzte, wirklich der allerletzte Widerstand an der Stelle, bei der 789. So, schön wäre natürlich, wenn die Kasse jetzt sagt, boah, wir tun erstmal alles raus und decken uns halt nochmal neu ein. So, da wäre das hier. Weil, wenn man das sich hier mal anguckt, ja, rein vom Bild her, das ist natürlich ein Bild, wo ich sage, das Ding hier, das wird nicht einfach wieder verkauft. Relativ sicher nicht. Und selbst wenn die pokern, bis ganz da unten hin, ja, aber was wir hier gestern an Käufern angesammelt haben, sieht man ja auch im Stundenchart, sieht man es genauso. Das ist ja deutlich, was an der Stelle passiert ist. Es gab halt hier, das ist die 677, die habe ich tatsächlich im Kopf. Die Marke, ich muss hier wie gesagt nur ein bisschen genauer mal gucken. So, 673, 677, auch wenn die jetzt nicht auf dem Punkt stimmt. So, aber jetzt bewegt sich doch mal da hoch. Moment. So, das ist ein Punkt, sieht man relativ deutlich. Da ging es nicht drunter. Ne? Also im Stundenchart haben wir hier halt einen deutlichen Support. Das kann natürlich immer sein, ja, dass dann halt irgendwie die Händler kommen und sagen, ja, wir haben euch alle nur veräppelt. Ja? So sollte man aber nicht denken. Ja? Oder man sollte auch nicht denken, der Markt veräppelt einen regelmäßig, auch wenn man sich oft so vorkommt und das gerne mal persönlich nimmt. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Aber generell, ich muss ja mit dem leben, was ich habe. Und was ich habe, ist eben dieser Support hier an der Stelle. Und der auch nicht mehr erreicht werden sollte, geschweige denn unterboten. So, das heißt, mein letzter Widerstand, hier oben drüber, mal rein im Stundenchart, und das dann auch mal versuchen hier einzufangen. Und dann werden wir gleich mal gucken, ob wir das abgestimmt kriegen mit anderen Punkten. Nur damit man versteht, wie ich an den Markt rangehe. Was ja auch, muss ich ja mal... oder darf ich auch mal sagen, auch meistens ja auch funktioniert. So, wir haben halt hier, wenn man die Schlusskurse mal nimmt, dann sieht man schon, glaube ich, an der Stelle, hier haben wir die meisten Schlusskurse, die hier zusammentreffen, ne, in diesem Bereich. Das wäre die 767, also 27.767.
Da war auch, das sieht man auch schön, der letzte Support an der Stelle, den habe ich jetzt tatsächlich gar nicht beachtet. Gut, ich kann natürlich jetzt viel behaupten, ja, aber es ist nicht das, worauf ich geguckt habe. Da haben wir aber schon aufgesetzt an der Stelle. So, das heißt, auch dahin sollten wir nicht unbedingt wiederkommen. Weil, wenn man sich dann natürlich solche Bewegungen vom Stundenchart, wenn man die halt entsprechend mal verkleinert und dann auf 5 Minuten oder so halt guckt, und dann sieht man halt schon, dass halt hier dann auch wiederum halt eine Welle drin ist, ja, eine Trendwelle, wenn man so möchte. Und das heißt, ich würde es eigentlich hier vorzeichnen, aber wie gesagt, ich verzweifle hier so ein bisschen an meiner Auflösung. Von daher seid mir bitte nicht böse, wenn ich das halt nicht alles ganz filigran jetzt hier nachzeichne. Aber ich könnte mal was anderes machen. Moment mal. Das geht ja auch. Wir haben ja halt auch ein schickes Add-on, was eine Trenderkennung hat im Stereo Trader. Ich glaube, ich muss noch lange nicht zum Augenarzt, wenn ich mir das hier angucke. Hier siehst du nichts. Ne? Das ist. Nee, es geht irgendwie. Villa hat da keine Lust drauf. So, wenn ich jetzt hier mal das MT On Live Add-on draufziehe. Und dann sieht man hier auch. Hier meine Trendstruktur, mal so generell. So, und wenn ich dann halt hier ein bisschen reinzoome, dann sieht man genau das, was ich gemeint habe, dass man hier eine Welle hat. Ich weiß nicht, kann man es erkennen? Hier, das Gestrichelte im Hintergrund. Ich kann es aber auch, glaube ich, größer machen. Moment mal, beziehungsweise ein bisschen dicker. Ja, no, so sieht man es doch. Das ist das, was ich meinte. Na, mit dem Werkzeug geht es natürlich viel einfacher. Ich muss das gar nicht manuell zeichnen. Ich habe es kurz vergessen, wir haben ein Add-on für sowas. Das MT On Live vom Oliver Naschar, der halt eben auch entsprechend markttechnisch handelt. So, und das meinte ich halt. Ne? Das ist halt so die letzte Welle. Und wenn man das halt mal weiterspinnt nach oben, dann sieht man, ne? Wir haben zwar jetzt hier, gerade sind wir ein bisschen abwärts, macht aber nichts. Übergeordnet sind wir long. Ne? Das zeigt auch hier unten die blaue Farbe an. Wir sind hier long. Ich kann mir übrigens auch den Entry einzeigen lassen. Der würde dann so aussehen, das heißt, long sind wir sogar immer noch, selbst wenn wir bis, oje. Ich glaube, so tief wollen wir heute nicht, aber bis 27.500 ist immer noch alles long, tatsächlich, übergeordnet, ja. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die Abteilung, wo ich hin möchte. Ich versuche jetzt schon hier in diesem Raster drin zu bleiben, beziehungsweise hier in diesen Wellenbewegungen überhaben, da ist halt die letzte tatsächlich jetzt hier an der Stelle. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt da hinkommen. Ja? Das ist natürlich so ein bisschen mein Problem. Und ich bin kein Freund davon, jetzt einfach long reinzuspringen, nur weil es gerade steigt. Das kann auch schnell mal irgendwie bitter enden. Und deswegen konzentriere ich mich hier unten auf den Bereich. So, ich habe hier die 789, hier die 767. Da sind wir schon mal gar nicht so weit auseinander. Das heißt, hier habe ich es im kleinen Timeframe, also im M15, das ist für mich eigentlich der kleinste im DAO, mal abgesehen davon, wenn ich halt irgendwie einen Skype-Entry suche. Aber das ist der halt, mit dem ich halt eigentlich am liebsten arbeite, weil man dem halt schon so eine gewisse Taktung anerkennen kann, beziehungsweise halt, die man da halt bemerken kann. Das heißt, der Markt läuft ja nach Algos, ja, wissen wir. Also wenn Positionen reingegeben werden von großen Händlern, die werden ja automatisch reingegeben. Da geht ja keiner hin und sagt, ich kaufe jetzt hier als Beispiel 1000 Futures, so Knopf kaufen, macht keiner. Der Markt würde explodieren, das geht nicht. Ja. Passiert manchmal, das sind dann halt die Squeezes. Ja. Aber in der Regel ist es dann halt so, dass so ein Händler ja so in den Markt geht, das heißt, ein Algo wird gefüttert, der geht in bestimmten Zeitabständen, führt er seine Orders aus. Und egal, ob das jetzt 3 Minuten sind, 5, 2, 1 Minute, 10 Minuten, keine Ahnung, also 10 Minuten passt jetzt nicht rein, aber bei 15 Minuten sehen wir halt schon immer den ersten gemeinsamen Nenner. Ja, ich glaube, das sehen viele gar nicht. Aber wenn man da mal genau drauf guckt, 15 Minuten haben wir immer schon eine aussagekräftige Bewegung, fast immer. Wie gesagt, wenn jemand, unterhaltet euch mal mit einem Fondsmanager oder halt mit einem Asset Manager, ja, der halt positioniert hat an der Börse für Fonds. Die haben halt Intervalle, die sagen, ich kaufe alle 3 Minuten 50.000 davon, alle 3 Minuten davon oder alle 5 Minuten oder alle 2, ja. Und das kommt dann immer so, der erste gemeinsame Nenner ist immer so roundabout 15 Minuten. Der größte ist natürlich die Stunde. Und deswegen haben wir auch am Ende der Stunde immer die größte Bewegung. Und ganz oft sieht man so, wenn zum Beispiel eine Stunde long war, ja, und kaum ist die Stunde um, dann ruckzuck, innerhalb von einer Minute, wird die ganze Stunde einmal ausgelöscht und dann krabbelt es wieder hoch. Sieht man sehr oft, ja, weil halt einfach nach einer Stunde halt viele Algos halt scheinbar sagen, so, hier, cut,
Ja. Und weil es halt eben großer gemeinsamer Nenner eben auch ist. Und deswegen versuche ich halt mit dem N15, weil der mir halt zumindest so ein bisschen was erzählt, von dem, wie der Markt da halt unterwegs ist, mich da halt einzufinden. So, und deswegen suche ich mir hier meinen ersten auch im M15. Das haben wir, wie gesagt, die 789. Hier haben wir die 767. Das heißt, für mich ist hier ein ganz klares Support-Cluster. So, wenn ich jetzt da halt noch, was haben wir hier, 767. So, ist noch ein bisschen tiefer. 767. Genau, ne? Also das ist halt die Linie hier von der Seite und das beginnt hier. Also ab hier ist für meine Begriffe die ganze Geschichte hier grün. So, jetzt sagen natürlich der eine oder andere, was will denn der da unten? Der Markt steht da schon 100 Punkte höher. Ich sag mal abwarten. Und ich weiß nicht, wie die drauf sind, die Amis. Was sie nicht tun sollten, und da spricht so ein bisschen dagegen, ist hier das Gap zu schließen. Ne? Wir haben hier das Kassa-Gap. Eher nicht. Ne? Gap Close von oben bin ich immer sehr vorsichtig. Der geht meistens halt irgendwie auch noch ein paar Punkte tiefer. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, dann blende ich mal noch ein paar Sachen ein. Was haben wir denn hier an Pivotpunkten? Da stehen wir gerade drüber. Fibos vom Vortag ist nicht wirklich zu gebrauchen. Dafür war die Range gestern zu klein. Lassen wir mal weg. Außerdem sind wir hier sowieso schon aus dem Vortag raus. Hier oben haben wir jetzt natürlich eine Erweiterung. Bei, was steht da? Das ist die 138, oder? Ja, genau. Das ist die 138er Erweiterung von gestern. Die interessiert mich aber eigentlich auch nicht wirklich. Wahrscheinlich wird es dann hier oben interessanter. 161. Ja. Und die ist dann schon im Bereich von der 28, nee, noch nicht ganz. 950 ist auch noch eine Ecke. So, Pivotpunkte zum Beispiel werden ja ganz gerne gehandelt vom Markt. Aber ich finde, man sollte Pivotpunkte nicht alleine, also isoliert betrachten, halt, sondern halt schon irgendwie immer in Kombination auch mit anderen Sachen. So, wäre jetzt ein Pivot zum Beispiel hier unten, ja, würde ich ja sagen, bedingungslos. Das Ding funktioniert. So. Ich habe, wie gesagt, immer noch einen Blick auf eine andere Ansicht, auch auf den DAX. Der DAX dackelt dem Dow ja gerne mal ein bisschen hinterher. Und den behalten wir aber auch mal im Auge, beziehungsweise ich behalte den im Auge, weil ganz oft ist auch so, dass halt der DAX so ein bisschen der Vorreiter ist tatsächlich. Ne? Das heißt, wenn der DAX dann halt irgendwie schon mal hoch oder sowas nimmt und der Dow noch irgendwo unten hängt, dann macht der Dow das auf den letzten Drücker. Das kann man tatsächlich auch relativ häufig beobachten. So, wie gesagt, das Problem ist natürlich, ich sitze jetzt hier, ich habe jetzt die leidvolle Aufgabe, hier einen Trade zu machen. Ich sage euch aber ganz ehrlich, wenn es sich nicht ergibt, werde ich es nicht tun. Ja? Also ich sage, klar, wenn wir da unten hinkommen, mache ich es auf jeden Fall. Aber ich werde auch hier oben jetzt auf keinen Fall, es geht ja schon wieder los, ich werde hier oben auf keinen Fall irgendwie shorten. Ja? Nur wenn wir halt irgendwie, wir stehen hoch, ja, viel zu hoch, der muss ja mal korrigieren, der muss gar nichts. Ja? Der Markt muss überhaupt nichts, der muss nur laufen. So, und sonst nichts. Und deswegen hier oben shorten, kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Selbst wenn er jetzt runterkommt, der Markt ist long. So, warum soll ich das shorten? Ja, wenn ich halt natürlich ein Setup habe, einen kleineren Timeframe, was halt short ist, aber ich sehe hier gar nichts. Weder Minute noch M15, hier ist nichts short im Moment. Ja. Wie gesagt, man könnte halt problemlos tatsächlich hier auch reinspringen und das Ganze erstmal aufskalieren. Ich will mir jetzt erstmal die erste Minute mal angucken oder am liebsten die erste Viertelstunde und dann halt mal sehen, ob das gelingt. So, hier im Stundenchart hätten wir übrigens, um das auch mal hier zu zeigen mit dem Add-on, das sind wir jetzt gerade wieder auf Long gedreht, ja, weil das Hoch jetzt hier rausgenommen wurde und da wäre halt mein erster möglicher Entry, wäre hier, wo ist er, wo sind meine Werkzeuge, ja, ich zeichne mal eine Linie lieber wieder, wo ist mein Linienwerkzeug hin, es war doch gerade noch da, da ist es, so, da wäre halt das Maximum schon bei 826, also schon deutlich höher. So, zeichne ich das mal hier ein. Das heißt, da ist meine Trendgrenze vom Stundenchart. 826. Ja, das ist natürlich genau hier unten die Biege, die wir da haben. So, das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich sage,
auf jeden Fall. Ne? Da kann man halt irgendwie als Beispiel mal mit einer Position starten. Das heißt, hier unten würde ich, jetzt muss ich erstmal gucken, was hier eingestellt ist, Limit Pullback im Stereo Trader, so ein bisschen meine Versicherung. So, hier würde ich auch erstmal eine Long unten hinsetzen. Ne, weil das ist jetzt halt rein trendtechnisch das erste Tief, was zu verteidigen gilt. Ich will auch hier jetzt gar nicht unbedingt mit einem Stop-Loss direkt ran, sondern mache mir das eher mal auf Risiko. Das heißt, ich gehe hin und sage, ja, mein maximaler Verlust ist, ja, jetzt hier mal Worst Case, 3%. Ja, das kann ich ja hier einstellen und sagen, das ist halt generell mein maximales Risiko. Ja, das heißt natürlich nicht, dass ich die ausreizen muss, sondern wenn alle Stricke reißen hier, wenn meine Internetverbindung hier abschmiert und so weiter und so fort, dann geht das Ding eben mit 3% im schlimmsten Fall. Ist aber natürlich nichtsdestotrotz eine Versicherung. So, wie man sieht, wir haben hier die Eröffnung seit einer Minute. Und es passiert erstmal nichts, ja, weil dann ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Die Anleger kommen jetzt hier rein, beziehungsweise die Kassahändler und sagen, ja, schön, und nu, ja. Und wie gesagt, es geht jetzt um die, die noch nicht drin sind. Was wollen die? Ja? Die haben jetzt halt zwei Möglichkeiten. Die machen gar nichts. Oder lösen ihre Stops auf, wir knallen da oben durch. Oder die halten erstmal dagegen, um sich tiefer einzudecken. So, das sind genau die drei Möglichkeiten, die wir an der Stelle haben. Mehr ist es im Endeffekt nicht, was hier bleibt. Ich habe nebenbei den DAX jetzt auch auf 15 Minuten. Der will auch wieder da oben durch. Auf den gehen wir gleich mal vielleicht noch kurz ein. So, aber das sind halt also diese typischen Dips, die der DAX, die der Dow halt gerne macht. Ja? Einfach mal irgendwo komplett drunter brettern, wo man so denkt, so warum ausgerechnet hier und dann wieder hoch. Das sind natürlich genau die Sachen, die ich am liebsten versuche einzufangen. Das hier wäre kein Dip, das hier wäre aber ein möglicher Dip. Ja? Einmal, ich muss das versucht vorzustellen, das heißt einmal komplett von hier oben hier runter und dann wieder zurück. Wäre nicht besonders außergewöhnlich. Wenn man sich die Stundenkerze mal passend dazu vorstellt, hätten wir eine Stundenkerze, die hier irgendwo einen Docht, hoppla, nicht so weit runter, doch, ne, genau, die irgendwo einen Docht bis hierher hat und dann halt wieder oben schließt. Nicht außergewöhnlich, weil so viel ist ja heute noch nicht gelaufen. Wir stehen gerade mal irgendwie hier von der 826, also jetzt mal, das hier war über Nacht, das waren die Asiaten, aber wenn man sich hier nur das mal anguckt, 828 bis zu 890, das sind gerade mal 60 Punkte, das ist im Dow nix, das macht er in einer Minute, wenn er gut gelaunt ist oder wenn die schlecht gelaunt sind, wie auch immer. Und sollte man auch nicht vergessen. Außerdem, das hier war nur der Future, sonst noch gar nichts, das heißt, im Zweifelsfall hat eben auch entsprechend geringes Volumen. Dafür hätten wir übrigens auch noch ein Add-on, nämlich das VPOC vom Orkan Kuyas. Ich lasse das im Moment, aber obwohl, ich kann das einfach mal draufziehen. So, mal gucken wir mal, was das dazu sagt. Es kann natürlich sein, dass ich mich hier... Ja, das ist natürlich ein schöner Vorführeffekt. Das scheitert wohl hier gerade ein bisschen an der Internetverbindung. Mal gucken, vielleicht fängt er sich wieder. Nee. So, das muss ich leider nochmal neu machen. Hier passiert aber soweit nichts. Oh ne, da ist er wieder, ne? Ja. Nee, das ist, ja, das ist die falsche Version. Ich war nämlich so todesmutig, kam hier mit einer Beta-Version, die nicht draußen ist, hier rein. Ich mache den jetzt trotzdem hier mal kurz sicherheitshalber zu und nochmal auf. So, den da, also nochmal kurz neu rein. So. Also, hat kurz an der Kursdatenversorgung gehangen, ist aber nicht schlimm. So. Und weiter geht's. Also hier nochmal 15 wie gehabt. Ich zeichne nochmal die Linie einfach nochmal neu nach. Das war jetzt nicht so tragisch. Das war einmal die hier. Beziehungsweise nicht ganz natürlich hier. Das wäre die erste Chance, halt den Trend zu verteidigen. Und die andere entsprechend hier unten im M15 über dem Gap, über dem Kassaschluss. Und die dritte Möglichkeit,
war bei der 767. Das müsste in etwa die Abteilung hier sein. 7. Ja, genau. Hat sogar fast genau gestimmt. So, das ist meine Longzone. Also, man sieht jetzt hier zumindest mal, ja, Markt kommt runter. Ja, so. Das heißt, was wahrscheinlich dann halt jetzt der Fall sein wird, ist, dass die halt versuchen, sich hier einfach nochmal neu zu positionieren. Das sind jetzt aber erst auch mal nur 5 Minuten, ja. Darf man natürlich auch nicht überbewerten. Das Problem bei solchen Bewegungen ist, wenn er das jetzt wirklich machen sollte, dass es dann halt ein bisschen dauert, bis der Markt dann halt wieder nach oben dreht. Das heißt, dann kann es halt sein, dass wir hier so ein bisschen festhängen erstmal, zeitlich. Aber werden wir gleich sehen. Also ich würde mal abwarten, jetzt hier noch 10 Minuten, bis das halt entsprechend hier fertig ist mit dieser ersten Bewegung. So, hier ist noch alles eingestellt. Ich glaube irgendwie noch nicht so wirklich dran, dass wir jetzt hier am Stück direkt durchziehen. Kann aber trotzdem sein, dann sind wir halt natürlich nicht drin. So, was man natürlich machen kann, wenn man jetzt sagt, ich glaube an Long generell, ja, was man machen kann, dazu gehe ich auch mal ganz kurz auf den DAX, weil er hier braucht noch ein bisschen, so wie es aussieht. Den habe ich nämlich heute Morgen im Live-Trading gestartet. Und man kann sich das Ganze einfach halt skaliert einfangen und immer wieder Long einkaufen. Ist jetzt hier nur leider ein bisschen klein. Ich habe auch jetzt mit den offenen Positionen so ein bisschen Sorge, hier einfach reinzuklicken. Ich will hier nichts kaputt machen, weil ich habe es heute Morgen auf der Bühne im Live-Trading gestartet. Und wo alle irgendwie, nicht alle, ist auch Quatsch, aber wo es halt erstmal Short war. Das heißt, ich bin seit heute Morgen Long, immer wieder automatisiert, ja, und weil ich halt sage, das ist halt so der Ansatz, wo ich vorhin sagte, ja, im Tageschart, wenn ich mir die Kerze angucke, die ist long, ja, so, da kann ich aber nicht einfach long gehen, dann wäre ich heute Morgen hier oben im DAX long gegangen, wie gesagt, ich weiß, ist alles im Moment ein bisschen klein, dann wäre ich hier long gegangen und würde hier ganz schön in die Röhre gucken die ganze Zeit. Was ich gemacht habe, ist, ich habe halt eine Automatik eingeschaltet, und dazu werden wir übrigens morgen noch ein bisschen mehr erzählen. Ich habe eine Automatik eingeschaltet und habe gesagt, ich kaufe mir die Tendenz, und zwar automatisiert, long. Mit einem festgelegten Risiko, das immer 5 Euro pro Punkt war, bei, was haben wir für einen Stop, 15 Punkten, das heißt also unter 1%. Und obwohl wir die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich gefallen sind, sieht man es hier an der Statistik, man sieht es so ein bisschen, ne? Wir sind im Plus. Es waren 2 Loser-Trades und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gewinn-Trades. So, das heißt, ich brauche nur eine einzige Bewegung. Und da liegen wir hier auch vernünftig vorne. Und das heißt, obwohl hier, und das ist genau der Vorteil, das aber nur mal nebenbei, der Vorteil, wenn man so hat, also wenn man so arbeitet, der DAX ist intraday abwärts, ja, aber generell seitwärts. Und ich habe halt, wenn ich so arbeite, halt durch, da habe ich halt die Möglichkeit, auch, wie soll man sagen, ein bisschen falsch zu liegen. Ich muss nicht genau irgendwie wissen, so ab genau da geht es bis genau da und dahin. Das ist immer so generell die Hauptschwierigkeit. Sondern ich sage, okay, meine Tendenz ist long, also gehe ich long, aber nicht mit einer Order, sondern lass das machen durch einen Algorithmus, ja, der halt die Volatilität bemisst und gemessen an der Volatilität immer wieder Orders in den Markt reingibt und auch vor allen Dingen aber immer wieder auflöst. Ja, und so ist es dann halt, obwohl ich habe heute Morgen hier gestartet, also jetzt liegen wir ein bisschen über dem Entry wieder, ich habe in dem Bereich gestartet bei der 200, nee, relativ genau da, wo wir sind. Ja, das heißt, doch, der müsste wirklich die erste gewesen sein heute Morgen. Und gucken, ich glaube, das kann man vielleicht sogar einblenden. Ja, genau. Also hier sieht man die Ergebnisse auch im Detail nochmal. Ich bin hier irgendwo rein, also ziemlich genau da, wo wir stehen. Und obwohl wir hauptsächlich abwärts waren, liege ich aber vorne. Ja, das ist hier, das Konto liegt jetzt. Moment. Kann man gucken. Hier in der Statistik sieht man es. Ja, nicht viel, aber 0,3% liege ich hier halt vorne, ja. Und das ist halt völlig okay. Ja, dafür, dass ich halt eigentlich ja falsch lag und der Markt nur auf der Stelle gewackelt ist, habe ich aber Geld verdient. Gibt Schlimmeres, ne? Das heißt, wäre der halt jetzt komplett nach oben gelaufen, wäre ich natürlich deutlich mehr im Plus. Aber so, und das ist wieder der echte beste Beweis, es ist schön, dass es halt so läuft vor allen Dingen halt auch, der beste Beweis dafür,
Wir haben drei Handelsrichtungen. Rauf, runter und die häufigste ist die da. Nach rechts. Und sonst nirgends wohin. Also von innen aus gesehen in die Richtung, ja. Da läuft der Markt immer hin, ja, weil das ist die Zeit. So, aber ob rauf oder runter. Und meistens ist es seitwärts. Und man hat eine Tendenz und die kann man handeln. Und wenn ich halt das so mache, das heißt mich immer wieder in den Markt einkaufen lasse, das muss ich trotzdem alles ein bisschen im Auge behalten, mich immer mit in den Markt halt einkaufen lasse, ich kann das natürlich auch manuell machen, aber so geht es halt auch einfacher. Und dann habe ich halt einfach dieses Rechts, diese Seitwärtsbewegung, die kann ich halt einfach, dieses Rauschen, kann ich halt umwandeln. Und das ist halt hier passiert. Ja, beim Risiko, wie gesagt, 1%, knapp 1%, liegen wir jetzt halt hier nach ein paar Stunden irgendwie 0,3 vorne. Das ist völlig okay. Ne? Also dafür, dass der Markt halt nur gewackelt ist. Genau, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber dazu erzählen wir morgen ein bisschen mehr. Da hinten steht der Spezialist dafür, ich hoffe, er ist morgen mit dabei. Die Elena weiß noch gar nichts von ihrem Klick. Weißt du? Okay. Na, er hat sich genau auf diese Geschichten, halt, ich glaube, es ist über ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß nicht wie lange, hat er sich halt sehr, sehr, sehr genau darauf eingeschossen, hat Backtests, also nicht nur theoretisch, sondern halt Erfahrungswerte im Live-Konto, im Demo-Konto, und er macht genau solche Sachen halt nur noch und sagt sich halt, warum mache ich überhaupt irgendwas anderes? Warum soll ich mir überlegen, wo der Markt dreht? Ja? Das ist ja der reinste Stress. Es ist ja auch so. Es ist Stress. Und so sagt man halt so, boah, könnte eher hochgehen, könnte eher runtergehen und kann es handeln. So verrückt es klingt, ja. Aber es funktioniert. Nachweislich. Und das ist hier heute nur eine Momentaufnahme. Das ist nur von heute. Ja, aber auch hier funktioniert es. Ich könnte jetzt immer noch sagen, ja, komm nicht aus dem Quark, komm, ich lass das mal. Nehme meine 0,3% oder wie viel das sind. Ich kann es hier echt nicht lesen, weil es zu klein ist. Oder 0,5, nehme ich halt mit und lass gut sein für heute. Ja? Ein halbes Prozent am Tag ist eine Menge Holz. Das vergisst man ja auch immer gerne mal. Ne? So, kann man natürlich machen. Ne? Aber es ist halt auf jeden Fall eigentlich der bessere Ansatz. Aber wie gesagt, dazu morgen hier ein bisschen mehr. Ich werde auch bei mir morgen im Seminar ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe hier morgen noch ein Seminar um 14 Uhr. Ich glaube, es sind sogar noch Plätze frei. Wer möchte, kann sich das gerne mal ein bisschen näher angucken. Auch da werde ich ein bisschen drauf eingehen auf die Geschichte. So, aber ich lasse das jetzt einfach durchlaufen und gucke, was da passiert. Wie man sieht, aber generell, das Risiko ist absolut überschaubar. Wäre ich jetzt hier zum Beispiel mit einer normalen Position reingegangen, der DAX ist hier wie viel runter? 50 Punkte runtergegangen, dann hätte ich hier ein Problem von 250 Euro auf der Uhr stehen, und die habe ich so halt einfach nicht. Im Gegenteil, ich liege vorne. So, dann nochmal zurück auf den Dow. So, also der zackert hier nur am Pivot rum. Leider keine Volatilität. Die ersten 15 Minuten sind auch gleich um. Ja, also ich könnte jetzt hier vom Prinzip das Gleiche halt machen. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt manuell zum Beispiel sagen, naja, ich kaufe mich jetzt hier einfach mal ein. Wenn ich mir aber die Stundenkerze hier angucke, ne, die ist halt einfach komplett neutral bzw. leicht positiv und vor allen Dingen halt von der ATR, also von der Volatilität, von dem, was da halt bis jetzt gelaufen ist, hat leider sehr überschaubar, lohnt sich nicht wirklich. Ich bräuchte schon eine größere Bewegung, gerne nach unten, ja, um mich hier ein bisschen motivierter einzukaufen. Weil hier, ich meine, wenn man sich das mal anguckt, was haben wir von da oben bis hier? Das sind ja irgendwie gerade mal, wo stehen wir hier? Ich mache das jetzt nur, um eben mir den Kurs anzeigen, das sind 863. Wir sind gerade mal 30 Punkte gelaufen. Das ist für eine Kassaeröffnung im Dow, das ist gar nichts. Das ist leider viel zu wenig. Man kann jetzt natürlich versuchen, hier mal einen Timeframe tiefer zu gehen. Halt mal auf den M5. Da passiert aber auch nichts. Ne? Da sieht man halt auch eine runter, eine rauf. Beziehungsweise eine runter, zwei rauf. Und gleich stehen wir wieder auf Anfang. Also, das ist natürlich so das Problem. Aber wie man halt ja auch irgendwo sieht, ich bin scheinbar nicht der Einzige. Ne? Also das heißt, die großen Händler sehen es momentan genauso. Die sagen, der Ding steht zu hoch, was soll ich denn damit anfangen? Ne? So, um Short aufzulösen, sind zu wenig Käufer da, um Long zu gehen, steht es zu hoch. Und das führt dann halt leider dazu, dass man halt auch schon mal sowas hat, wo dann entsprechend erstmal nichts zu reißen ist.
Wir können mal parallel mal noch auf den Euro gucken, solange hier nichts passiert. Ich behalte ihn hier aber mal im Auge. Das können wir natürlich auch noch machen. So, jetzt ist die erste M15 um. Es ist zu allem Überfluss auch noch ein Innenstab. So, das heißt, Innenstab bedeutet, ja, so auch nach Markttechnik, wir haben kein neues Hoch, kein neues Tief, sondern haben in der Kerze davor geschlossen. So, heißt erstmal gar nichts, außer dass halt nichts passiert ist. Einfach nur nochmal in Kerzen ausgedrückt. So, ich mache jetzt aber mal kurz den Euro auf. Vielleicht haben wir da halt irgendwo auch, oder andersrum, ich mache mal Gold. Guck, ob ich das hier schon drin habe. Da habe ich nämlich heute Morgen noch gedacht, das könnte noch interessant werden. Das muss ich hier mal kurz dazufügen. So. Nee, wo bin ich hier? Elena, kannst du mir auf Anhieb sagen, wo ich Gold finde? Wo ist das? Ich sehe, ah, da ist es. Okay, ja. Ja, weil ich finde halt jetzt hier im DAO zu operieren, ich finde, es lohnt sich nicht wirklich für meine Begriffe. Ja, das meinte ich halt vorher. Ne? Ich habe jetzt hier so ein bisschen die leidvolle Aufgabe, halt hier unbedingt was zu machen, aber wenn es halt sich nicht ergibt und der Markt sich nicht bewegt, macht es keinen Sinn. So, was jetzt hier aber passieren könnte in Gold, ich darf jetzt allerdings auch nicht zu schnell sein. Da haben wir zwar halt irgendwo ein bisschen Aufwärtsbewegung hier, aber wir haben einen Markt, der immer wieder nach unten drückt. Ich bin jetzt aber auch hier nur im M15, das ist für Gold ein bisschen klein. Ich gehe mal hier zwei Etagen höher. Nehme ich auch mal auf den Stundenchart. Nee, da haben wir leider auch noch nichts. Da wäre halt eher Short zu suchen. Ich hätte halt jetzt gehofft, das habe ich nämlich am Morgen schon gesehen, das war halt hier oben irgendwo in dem Bereich, dass wir da halt irgendwo abprallen als die 1480. Aber da sind wir noch nicht hingekommen. Das wäre halt so der nächste Punkt, weil wir hier halt einfach so die letzten Supports haben an der Stelle. Das heißt, da wäre halt ein Short Entry halt möglich. Aber da sind wir leider nicht. Tja, Elena, ne? Das ist halt live. Er bewegt sich halt nicht. Ne? Also ich glaube, man kann es aber auch so ein bisschen nachvollziehen, warum ich da jetzt nicht einfach wild in der Gegend rumklicke, das bringt halt überhaupt nichts. Ne? Dafür ist es halt wirklich echt zu klein von der Bewegung. Dafür kämpfe ich hier noch ein bisschen mit meinem Headphone, dass ich immer wieder irgendwie schaffe, falsch irgendwie zu befestigen. Gut. Also man kann natürlich auch gerne Fragen stellen, also ich mache das halt, es gibt ja vielleicht auch oder mit Sicherheit den einen oder anderen hier, der mich nicht kennt, ich mache das jeden Tag live, das heißt ich habe eine Facebook-Gruppe, in der ich das jeden Tag die Trades vorstelle, einen Blog, der dazugehört, Webinare, Live-Trading-Webinare, ich war halt morgen auf der Live-Bühne hier, bin auch gleich nochmal, auch nochmal da und das heißt, das was ich hier erzähle, jetzt wird es aber laut hier, das, was ich hier erzähle, verteidige ich natürlich auch jeden Tag, sondern behaupte es auch nicht einfach nur. Das ist natürlich hier vielleicht auch nicht ganz unwichtig, um das mal vielleicht ein bisschen mitzuschicken. So, aber auch hier, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir am Ende der Stunde jetzt irgendeine Bewegung halt sehen, in welche Richtung auch immer, in die die ganze Geschichte jetzt möglicherweise erstmal auflöst. So, es drückt jetzt gerade so ein bisschen runter. Das heißt aber noch gar nichts. Wir sind hier mitten in der 15-Minuten-Kerze und entsprechend ist das erstmal völlig irrelevant. Wir sitzen hier halt auch einfach nur, ne? Also wenn man das halt einfach mal vom Scalping her betrachtet, wir setzen hier einfach nur auf den Hochs gerade auf. Ja, also mehr passiert hier nicht. Und das heißt, infolgedessen
ist das möglicherweise gerade nur irgendwie so die Vorbereitung dafür, dass halt gleich so ein bisschen mehr hier an der Stelle passiert. Ich weiß es aber nicht. Ja. Also mir ist es persönlich, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, mir ist es zu wenig, um jetzt hier zwangsweise irgendeine Position halt reinzugeben. Man sieht es ja, kaum geht er runter, geht die ganze Geschichte halt wieder zurück. Das heißt, wir haben hier halt schon noch eine Verteidigung an der Stelle. Kann aber genauso gut sein, dass da gleich jemand einen größeren Topf aufmacht auf den letzten Drücker und den Markt dann halt da unten durchschiebt. Oder natürlich auch umgekehrt, dass die Bären halt einfach aufgeben. Also auch hier, ne, wir sind hier gerade immer noch in der Range von nicht mal 30 Punkten zur Eröffnung. Das kann man halt meines Erachtens leider nicht handeln. Leider nicht. So, den Euro kann ich mir auch mal noch kurz angucken. Das wollte ich ja auch noch. So, mit dem Euro sage ich halt auch immer grundsätzlich mindestens eine Stunde ist halt das, was ich brauche, um da halt irgendwas einschätzen zu können. Aber auch da gilt natürlich jetzt nicht mit Gewalt unbedingt jetzt hier irgendwas machen. So, aber generell brechen wir jetzt hier gerade im Euro, so wie es aussieht, nach oben aus. Ja, es ist ja nicht so, dass ich ja gestern nicht drauf geguckt habe und gerade frage ich mich, warum ich den nicht eher angefasst habe, den Euro. Ja, ich habe mich im Nachhinein immer doof, aber das war genau der Bereich, wo ich dachte, das könnte echt funktionieren. Aber gut. So, aber auch hier würde ich halt hingehen, ne, und die letzten Supports dann halt hier nehmen. So, da war er gerade schon dran. Das heißt, vom Prinzip her läuft er für meine Begriffe ganz genauso. Das heißt, Stundenschlusskurse sind halt da für mich das Entscheidende. So, er hat hier über den letzten Stundenschlusskursen, wo es nach unten gedrückt hat, halt geschlossen, reagiert, tippt einmal drauf und läuft dann halt weiter. Der hat jetzt allerdings ein anderes Problem, nämlich deswegen kann man halt auch hier jetzt nicht einfach long gehen, weil hier oben nämlich einfach so das nächste Cluster in genau die andere Richtung kommt. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, hier waren die letzten Supports da oben auf ganz hohem Niveau, ja, so in dem Bereich. Das heißt, er kann sich jetzt hier einfach festfangen. In dem Bereich, ne? Weil hier natürlich halt auch stundenlang oder das ist wahrscheinlich eine ganze Tageskerze an der Stelle, wo es nach unten gedrückt hat und die wird wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres hier wieder weggekauft werden. Also diese Anhäufung, das muss man halt einfach mal von der Warte her sehen. Das heißt, wir haben hier letzten Endes fast einen ganzen Tag, wo dieser Kurs verteidigt wurde, nach unten. Ja? Und da kommt jetzt eine Stundenkerze und macht das mal eben weg, glaube ich nicht. Ja, also auch wenn der hier motiviert ankommt, so ohne weiteres da drüber laufen sollte der eigentlich nicht. Und deswegen ist es halt auch jetzt nicht unbedingt ein Punkt, wo man jetzt problemlos long gehen kann, sondern eher, wo man halt leider auch dann nochmal abwarten muss. Wenn man sich das auch mal anguckt von der Bewegung, wir haben hier 1, 2, 3, 4, wir sind seit 5 Stunden long, ne? Seit 5 Stunden auch nur eine Richtung. Und haben halt auch hier für den Euro halt auch schon relativ viel Strecke auch schon gemacht. Wir starten da unten irgendwo bei 14, sind jetzt bei 45, 30 Pip, die da hier halt schon gelaufen ist. Klar, es gab mal Zeiten, da ist der Euro anders gelaufen, aber das ist momentan halt schon viel. Wenn der mal 50 überhaupt zusammenkriegt, dann wäre hier oben eigentlich schon das Maximum, ne? Wenn er das überhaupt halt packt. Deswegen hier jetzt auch nicht unbedingt ein Punkt zum Handeln, dann bin man tatsächlich eher short. Dann hier oben in der Richtung, aber dazu bräuchte es halt auch mal entsprechend mal ein Signal, wo man halt auch sieht, der wird wieder runtergedrückt. Kann man hier gucken, was wir da noch, ich versuche es halt auch hier, ne? Da sieht man zum Beispiel, halt, ist ein schönes Beispiel für einen Pivotpunkt hier oben, ne? Da haben wir einen Pivot, der deckt sich ganz wunderbar mit diesem Cluster hier. Ja, da wäre es halt tatsächlich möglich, dass wir da oben halt dran laufen und dann halt zumindest mal reagieren, aber halt eben nicht einfach da drüber laufen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, da macht ein Pivotpunkt, der macht da halt Sinn, ja, weil er halt einfach nicht alleine da oben steht, nicht isoliert, so hey, ich bin Pivot, ab hier geht es nicht mehr weiter, sondern
das kann ich halt in dem Moment halt hier in Zusammenhang bringen mit dieser Welle, die wir hier halt haben, mit dem Cluster, wo halt massiv einfach Verkäufer halt gewesen sind, die es halt nach unten gedrückt haben, den Euro nach unten gedrückt haben, und da habe ich jetzt ein Pivot. Das ist eine Sache, da kann ich sagen, gut, das kann man handeln. Ne? So, ob das jetzt vor 4 noch passiert, weiß ich nicht, aber das wäre halt ein Punkt, wo ich sagen würde, das macht durchaus Sinn, ja, und da halt mal dagegen zu halten, beziehungsweise dann halt, man kann da ruhig drauf gehen, dass er halt zumindest erreicht wird, und dann reicht dann auch ein Stop von 10 Punkten an so einer Stelle. Erstmal, wobei man den natürlich, wenn man jetzt hier als Beispiel mit einem Lot anfängt oder mit einem halben Lot, je nach Kontogröße, hier zu dem Konto passt es mit einem Lot, und dann kann man so eine Position natürlich auch immer noch ausbauen. Ne? Wir werden jetzt aber sehen, auch wenn wir jetzt hier möglicherweise keinen Live-Trade mehr hinkriegen, wie gesagt, sind noch 5 Minuten, dann sind wir hier auch mit der Zeit durch. Wir werden aber sehen jetzt zum Beispiel, was jetzt hier passiert. Also das sind die letzten, mal gucken, ob ich so genau wie möglich das hier reinkriege. Das sind die letzten, doch, das passt schon. Wir werden sehen, dass die Stunde an der Stelle hier reagieren wird. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und selbst wenn der jetzt halt drüber läuft, wird er relativ schnell wieder dahin zurückkommen. So, und gleich mal gucken, wie sich das verhält. Wenn natürlich jetzt hier das Ding zurückgekauft werden soll, dann werden wir jetzt hier einen Spike drüber kriegen. Der würde dann auch hier entsprechend an meine Order kommen. Und die sollte dann innerhalb von wenigen Minuten dann auch entsprechend wieder hier unten rauskommen. Das wäre dann zumindest mal soweit legitim. Oder aber er geht gar nicht erst da hinten, scheitert jetzt direkt hier an der Linie. Ne? Und so kann man halt damit umgehen. Das heißt, wenn man jetzt drauf bauen will, wie gesagt, ich kann es jetzt hier wegen Zeitgründen nicht mehr machen. Ich bin nur 5 Minuten hier. Wenn man aber unbedingt will, geht man hier short, geht da oben nochmal short, setzt den Stop da oben drüber, und dann ist es eigentlich fast egal, ob der jetzt direkt hier reagiert oder da oder spätestens da oben. Der wird aber reagieren. Ja? Weil halt entsprechend hier die Kollegen, die ich halt hier drin habe, ich mache es noch ein bisschen größer, die Kollegen, die das hier verkauft haben, die gibt es schon auch, ne? Die sind nicht alle arbeitslos seit 3 Tagen, und die haben halt auch immer noch irgendwo eine Aufgabe zu erledigen, und ich glaube nicht, dass die halt hier einfach jetzt sagen, oh, dann macht doch halt, ne? Außer es waren natürlich die, die da unten das Ganze auch wieder gekauft haben, aber da glaube ich jetzt erstmal nicht dran, weil doch die Interessen immer ein bisschen länger gewichtet sind, sowohl in Indizes halt als auch im Euro. Als jetzt irgendwie nur 2 Tage. So, den Dow habe ich hier natürlich nebenbei auf dem Schirm, aber da passiert nicht wirklich was. Kleines neues Tagestief. 3 Minuten haben wir noch. Mal gucken. Nein, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. So. Ja, aber immer noch in der Stundenkerze davor, also von daher auch nichts, absolut nichts, was jetzt hier leider, was hier brauchbar wäre. Also es tut mir furchtbar leid, aber wenn ihr einen Schuldigen sucht, dann bitte ruft, ne, in New York an oder wo auch immer, halt auch wo die Future-Händler sitzen, ruft die an und sagt, warum habt ihr den Markt nicht bewegt, der Hilger wollte doch live handeln, was soll denn der Scheiß? Also ich kann nichts dafür. So, ich glaube, diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin der Letzte, der sagt, ich traue mich nicht, ja, deswegen sitze ich auch nicht hier, ich mache es ja oft genug, ja, auch wenn das Ding in die Hose geht, da stelle ich mich hier nicht hin und sage, hätte, Fahrradkette, sondern da versuche ich das Risiko halt zu managen und erkläre das dann halt, ja, auch das ist okay, das kann nicht immer gut gehen, ja, aber wenn halt einfach gar nichts da ist, dann ist es natürlich schwierig, ne. So, und ich wollte jetzt hier auch nicht unbedingt, auch wenn der Markt jetzt erstmal short aussieht, der ist es nicht, ja. Aber ich wollte hier auch nicht gegen den Trend mich stellen, sondern wollte es halt eher schon ein bisschen gemütlicher haben. Weil, wie gesagt, wenn, ich habe es ja am Anfang beschrieben, die Szenarien, die halt möglich sind, dass es jetzt so langsam geht, wusste ich halt auch nicht, ja. Aber das heißt, die hätten sich schon mal ein bisschen beeilen können. Ja, sieht man hier schön. Geht so ein bisschen drüber, ne, und klemmt dann jetzt hier einfach. Das ist aber halt auch völlig richtig und legitim so. So, das heißt, ich hätte mir halt schon gewünscht, dass wir halt hier ein bisschen deutlicher runterkommen. Ne? Und dass wir zumindest mal einen Punkt da halt kriegen. Aber wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ne,
So, wenn dann jemand sagt, was will der da unten, der steht doch ganz da oben, ne? Der ist, jetzt sieht man es schon ein bisschen besser. Da oben ist uninteressant, ja, das Aufwärtsgap ist völlig uninteressant. Weil wer soll damit was anfangen? Ne? Und das bringt halt nichts. Und deswegen warte ich lieber ab und sage, oder versuche mich so in die Lage hineinzuversetzen von denen, die nicht drin sind im Markt. Ja? Weil was sagen die? Die sagen doch nichts anderes. Die gucken und sagen, ja, da unten war schön. Wäre ich auch gern dabei gewesen. Und ganz oft ist es wirklich so, wenn man sich dann so ein Ausbruchslevel anguckt, ja, dass wir halt dahin nochmal zurückkommen. Warum? Ich weiß es nicht, ja. Aber es ist, man kann es beobachten. Ja. Vielleicht liegt es daran, weil dann halt einige sagen, oh, das ist ein Punkt, ja, das passt, den holen wir uns wieder und gehen da auch nochmal rein. Ich kann es nicht sagen, aber man sieht sehr oft, dass genau so ein Ausbruchslevel, was ja dann mit vergleichsweise dünnem Volumen dann ja auch geschehen ist, ist nochmal, und das wäre hier, wäre es für meine Begriffe absolut prädestiniert für einen Dip, also bis maximal hier runter, die 763, das heißt, da hätten wir auch hier, wenn einmal durch die Kassamarke kurz durch, wir wären unter das Ausbruchslevel drunter und könnten ab da wieder hochdrehen. Er muss das jetzt nicht ab hier machen, er kann natürlich, wenn die Amis es übertreiben, das machen die ja gerne mal, noch eine Etage tiefer und wir gehen sogar nochmal unter die 700 kurz und ziehen ab da hoch. Das sind so die beiden Szenarien, die ich habe. So, Short sehe ich hier gar nicht und also für mich, ich möchte das nicht handeln, ja. Auch wenn es jetzt hier erstmal aussieht, würde es runtergehen, ich möchte es nicht handeln, weil jederzeit kann das Ding wieder nach oben durchknallen, der Trend ist long. So, ich nutze es aber dann eher als Gelegenheit und sage, dann lieber hier, mach das Ganze dreimal, habe aber danach auch eine vernünftige Strecke nach oben. Weil wenn der Trend fortgesetzt wird, von hier unten an, dann muss er ja mindestens 150 Punkte wieder hochlaufen. Aber ob der jetzt hier 20, 5, 50 Punkte, wie viel auch immer runterkommt, weiß ich nicht. Das kann ich hier nicht einschätzen. Das kann ich im Trend machen, den habe ich hier aber nicht. Nicht für Short. Und deswegen ist das mein Ansatz. Hier sieht man ja schon, ne? Ich meine, kaum geht er runter, geht es halt wieder hoch. Na gut, also, ist leider wie es ist. Es gab leider keinen wirklichen Trade hier, außer halt die Geschichte im DAX, die immer weiterläuft. Ne? Hier der Euro, habe ich gerade gesagt, der wird da oben reagieren. Ohne Konjunktiv, habe ich es gesagt. Und was macht er? Genau das. Schließt eine Stunde drüber, läuft dahin zurück, reagiert wieder. Ja. So, das ist völlig normales Verhalten. Aber gut, der war auch ein bisschen langsam, wird entsprechend nicht funktionieren. Ich lasse den aber hier mal drin. Mit 10 Punkten Stop ist es völlig okay. Und weil ich habe ja noch nachher noch ein Live-Trading auf der Bühne und wer Lust hat, kann er gerne dazukommen. Und dann werden wir sehen, was da rausgekommen ist. So, ich bedanke mich an der Stelle. Ich entschuldige mich für den Markt, dass er sich nicht bewegt hat. Aber so ist es halt. Und ja, freue mich halt einfach. Wir machen sicherlich auch nochmal Live-Webinare zusammen, wo halt beziehungsweise Live-Trading-Webinare. Und darf man natürlich auch gerne zuschauen, dabei sein, Fragen stellen und einfach mitmachen beziehungsweise vorbeikommen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier auf der World of Trading und sage einfach mal bis zum nächsten Mal und Dankeschön.